Und damit, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Infinite Minigolf. Ihr wartet auf den lokalen Singleplayer-Modus, aber ich wollte mit euch noch einmal den nächsten Online-Part machen. Und der Online-Part, der ist heute mit jemandem, den ich ganz gerne mag, der mir wirklich sehr stark ins Herz gewachsen ist. Nein, es ist nicht der Pox, es ist der Corti-LP. Man sieht's ja auch schon. Schleimer. Guten Tag. Ich schleime nicht. So, wir gehen wieder ins Online-Spiel, machen ein privates Spiel eigentlich, aber irgendwie funktioniert das eh nicht, das private Spiel. Keine Ahnung warum. Kurz die Einstellung. Hier machen wir 10 Schüsse pro Runde. Ballkollision machen wir an. Ballform machen wir zufällig, damit es auch ja lustig wird. Und gehen. Erinnert mich das alles so ein bisschen an Golf? Ja, so ein bisschen ist es schon, aber wie gesagt, du hast hier halt noch andere Sachen, aber die kamen wir bisher noch nicht dazu auszutesten, weil bei dem Spiel erstellen er irgendwie trotz alledem auf andere Spiele zurückgreift. Ah, ja. Aber scheinbar hat das jetzt genommen. Das heißt, du bist der Erste, der mit mir dann ausprobiert, wie es ist, zum Beispiel mit einem Ei Golf zu spielen oder mit einem Würfel oder einer Pyramide. Bitte? Ja. Ich muss doch mal realistisch, wenn ich gegen den Ei klopfe, ist es kaputt. So, Schüsse pro Runde, Ballform Zufall. Oh, wir haben Pucks. Oh mein Gott. Ach du Kacke. Geil, das sind die Regeln. Naja, ich hau einfach mal drauf los. Wie was geil. Denn? Außer, dass hier oben ein Handy rumliegt. Ja. Da war ein Special. Da bin ich gerade mal voll daneben geraucht. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Mein Puck hat's gerade hochgelegt und rollt jetzt gerade an der Wand runter. Jetzt euer Ernst? Und versuchen wir es halt so. Komm. Ja, komm. Nein, er ist hochkant. Er stand hochkant. Mein Puck stand hochkant. Achtung, hier vibriert ein Handy durch die Gegend. Ich seh's gerade. Ist das geil? Oh, Scheiße. Mich hat's gerade rausgefeuert. So. Oh, da, da. Na, da, da, Scheiße! Da. Oh, das war zu wenig. Na, Scheiße, das war zu viel. Doch, bei dir auch? Oh, oh Gott, der steht schon wieder hochkant. Ja, hochkant ist ja nicht so schlimm wie das andere. Oh, ich hätte den Pro-Controller nehmen sollen, der hier ist ein bisschen empfindlich. So, ja! Schon. Ein Triple Boogie. Oh, ich krieg doch die Krise kurz vorm Ziel. Bitte? 10 Schläge vorbei. Okay, mit A bestätigen, dann geht's in die nächste Runde. Wie geil ist das denn? Was haben wir denn jetzt für einen Ball? Würfel. Wieso hast du ein Ei? Ich wollte gerade sagen, ich bin was anderes. Das ist ja Beschiss. Ich weiß nicht mal warum. Oh, Hauptsache der grüne Punkt liegt auf dem Ding, ne? Oh, ich muss mich leider dran noch geil. Jedenfalls habe ich ein Hole in One. Ja, ganz geil. Na, na, was, Albatros? Du Albatros, warum hast du ein Meer gemacht? Keine Ahnung. Hast wahrscheinlich einmal kurz geschlagen, hä? Oh, ich hatte 2 Schläge. Böser Corti. Ups. What? So. Was? X drücken. Was? X? X? Ach, guck mal. Ach du Scheiße. Und das... Oh, ernsthaft? Weißt du was? Ich probier's einfach mal. Ja, ich bin schon mal unten, das ist gut. Ja, ich auch, ganz unten. Oh, Scheiße. Wieso habe ich jetzt eigentlich eine Pyramide und wieso sehe ich nichts? Ich sehe nicht, wo ich bin. Hallo, ich habe hier gerade einen 10-seitigen Würfel. Sei froh, besser als eine Pyramide, weil ich glaube gar nicht, wie scheiße die Kohle hat. Ja, der 10-seitige Würfel, der bleibt die ganze Zeit liegen. Ich werde ausgetimed. Hey, Birdie. Ja, ich werde ausgetimed. Du kannst jetzt gucken, wie ich das Ganze spiele. Ah ne, er hat sich doch beruhigt. Ein netter Würfel. Hey, wo ging dann bitte der hin? Jawohl! Warum haut's denn immer so weg? Ah, hier runter. Nein! Autsch. Oh mein Gott, ich werde sowas von der losen.
Vielleicht hole ich dich doch noch rein. Hi. So. Ach, schade. Oh mein Gott. Wie knapp. Bin immer noch hinter dir. Und ich hatte doppelten Bonus, ne? Da kannst du echt froh sein. Ich hab einen Ball! Ich hab einen normalen Ball. Ich klopp einfach mal drauf. Ich auch. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Was geht hier eigentlich ab? Nein, ich hab gar keinen Ball. Ich hab ein Ei. Ich bin draußen. Oh mein Gott, ich hab ein Ei. Ernsthaft? Ja, wenn die Leiter geht, mir gerade auf den Sack. Die Leiter? Was? Ich hab den Ventilator vor der Nase. Ach, ein Ventilator. Ach. Ventilator. Ich hab Ventileiter. Egal. Ja, komm. Jedenfalls habe ich noch einen Igel geschafft, ey. Wo ist er denn, der Korti? Ah, ich kann's gerade nicht drehen. Da ist er. Oh, verdammt. Du hast einen Würfel? Ja, der verhält sich auch richtig toll. Wo muss ich hier überhaupt hin? Keine Ahnung, ich klopp einfach mal. Boah, scheiße, wo bin ich jetzt groß? Verdammt. Okay, also ihr seht, es kann auch richtig fies und interessant werden. Nein, überhaupt nicht. Oh mein Gott, Kleber. Oh nein, ich habe einen Zylinder. Ach Gott, schon wieder die Pyramide. Ein Hole-in-One. Einfach Vollgas gegeben. Ja, du, das sagst du mit so einem... Ach, verdammt, das war zu... Mit einer Pyramide spielen ist schon scheiße. Ah, oh, Leute, da freue ich mich schon darauf, das mit euch im Livestream zu spielen. Davon kann es ausgehen. Da muss der Korti mitmachen. Nein! Hey, der hat gehangen. Erst hat er gar nichts gemacht, dann hat er volle Granate. Vor allem, das Ding rollt so geil, ne? Oh. Ja, was erwartest du? Hast du schon mal die Pyramiden in Ägypten rollen sehen? So, komm, jetzt ganz sachte, bitte. Ich krieg halt zu viel. Ja, komm schon, ist okay. Ich hab verstanden. Das konnte ja nur schief gehen, was? Oh shit. Was, oh nein, ich hab die Pyramide. Ich hab einen Korken. Den hatte ich vorhin. Wieso kann ich jetzt... Oh, das sieht gut aus. Ey, du hast mich rausgehauen, du Schwein! Du wolltest die Kollision unbedingt anmachen. Ja, und? Nein, dafür wollte ich doch gar... Oh, aber Hauptsache. Doch, das wollte ich so, ne? Das wollte auch, doch, das war alles so geplant, ne? Birdie. Ne, ich hab gar keine Pyramide. Was hab ich denn? Das ist irgendwie was anderes. Wie heißt das Ding? Trapez. Kelch? Nee. Okay. Trapez? Trichter? Verdammt, jetzt hab ich voll nicht aufgepasst in... Halt eine Tüte umgekehrt. Also so eine Eistüte. Oh Mann. Keine Ahnung. Sagt mich, obwohl ich eigentlich in Geometrie gut bin. Geh ein bisschen weiter nach vorne. Gebe ich dir als Tipp, du fällst sonst runter. Oh nein, eine dreiseitige Pyramide. So, mit X mal gucken. Wo muss ich denn hin? Ach, da unten hin. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Na toll. Und tschüss. Geil, das fliegt so geil. Warte, jetzt hab ich es mal. Oh. Ey, ich war doch... Das ist ein Ding der Unmöglichkeit für mich. War zu viel? Yep. Hallo, frag mich mal. Ich komme ja nicht über die erste Bande drüber. Ja, gut, das ist... Da habe ich einfach volle Granate drauf gefeuert. Es geht ja... Oh, cool. Er bleibt liegen, juhu. So, wenn der jetzt nicht so... Und er haut wieder volle Granate. Ich weiß gar nicht mehr. Verdammt, wieder out of bound. Nein. Nein, zu doll. Ah, doch.
Och nein. Ging mir genauso. Ich war auch kurz vorm Ziel. Wieso hast du mehr Punkte? Weil ich das lila Teil noch eingesammelt habe. Oh nein. Ach, du bist ja Puck. Toll, du hast es wieder einfacher. Der rollt aber auch nicht so wirklich. Ich brauche jetzt gerade, dass ich den Pro-Controller nicht dran habe. Nein, das wollte ich doch nicht. Oh, ich bin eigentlich sehr nah. Nein! So, jetzt muss ich noch. Birdie! Oh, scheiße, der ist schon drin. Parr. Naja, lassen wir das mit den Punkten. Die letzte Welt. Und was bin ich? Nein, ein Kreisel! Freu dich, ich hab wieder die Pyramide. Alter, wie soll ich da durchkommen? Frag mich mal. Oh, ich bin durch. Rutsche runter und ich bleib wieder so richtig schön liegen. Wackel, 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 wackel. Ja, ganz geil. Ich bin im Fernseher gelandet. Ich mach gerade die Einrichtung kaputt. Ich komm da nicht durch. Ah, schön. Ich bin draußen auf dem Sofa gelandet. Jetzt mal die Frage, wie soll man denn hier mit 10 Schlägen einfach mal volle Granate und vorher noch Adro. Ups. Ich komm nicht mal mehr über die erste Hürde. Ich schon, aber ich sehe gerade. Doch, ich hab's geschafft. Was ist jetzt? Ich sehe einen Pfeil und das war's. Oh, Schlag 9, jetzt geht's weiter. Cool, toll. Warte, wie soll man das in den 10 Schlägen schaffen? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Vor allem mit einer Pyramide. Mit dem Ball geht's vielleicht noch. Ja, mit dem Ball ja. Da hast du die Raketen. Ah, leck mich doch. Und wieder Out of Bound, jawoll. Oh, verloren. Okay, liebe Leute. Ja, komm. Ist okay. Ich hab verstanden. Ey, du hast aber da mehr Punkte gemacht, weil du das Ding eingesammelt hast. Aber okay, gut, hey. Den letzten Kurs schaffst du nicht in 10 Schlägen mit einer Pyramide oder was auch immer du hattest. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen dann die nächste Folge, wenn es zeitlich passt, noch einzurichten. Und da machen wir mal nur mit Bällen, weil alles andere ist echt... das kannst du mal so als Strafe oder so machen. Nächste Runde musst du jetzt damit spielen, so ungefähr. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Korti, dass er mitgemacht hat. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer True Hot rein. Tschüss. Und wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.